Hey ho Leute, und es ist wieder Memento Mori Zeit. Ihr seid hier jetzt mit mir und Lara in ihrem Zuhause. Und wie ihr wisst, sind wir hier das allererste Mal. Wir können hier das allererste Mal rein, weil zu Beginn des zweiten Aktes Blut und Kreuz konnten wir gar nicht dahin, weil sie wollte gleich kündigen und ist ja gleich zur SWOA-Abteilung gefahren und wollte die Kündigung anreichen. Aber es gab da dann diesen neuen Fall von dem FBI mit angefordert, SWOA, wegen den Kunstgegenständen um Mithilfe gebeten. Lara hat da einen Film ausgewertet, es gab eine große Konferenz. Seht ihr alles in den letzten Teilen, ich will da gar nicht näher drauf eingehen, weil wir wollen jetzt hier auf jeden Fall weitermachen und gucken, was uns alles weiter erwarten wird. Von daher fange ich jetzt hier auch sofort an. Ja, wie ihr alle wisst, oder die Teile schon vorgesehen habt, unser Max, also der Ehemann von Lara, ist verschwunden. Zum Ende des ersten Teiles verunglückt, die Leiche bzw. erstmal nicht gefunden. Und ich bin gespannt, wie sich die ganze Story weiterentwickelt. Ich klicke jetzt mal und lasse mir hier eine kleine Hilfe anzeigen, was wir hier alle so finden, dass wir auch vorwärts kommen. Also, hier haben wir erstmal die Küche, fangen wir hier vorne an. Die Küche entspricht meinen Kochkünsten, daher ist sie so klein. So, ja gut, die Kochkünste. Eines dieser Bilder, die einem das Gefühl geben, dass man ständig beobachtet wird. Das ist gerade nachts sehr unangenehm. Ja gut, aber warum hängt dann das Bild da? Dann hängt es doch ab. Wir machen erstmal die Sachen hier durch. Ich habe fast nur Bücher über griechische Legenden und die nordische Mythologie. Max Bücher sind noch immer in seiner alten Wohnung. Und da werden sie vermutlich auch immer bleiben. Ja. Das Badezimmer ist fast leer. Ich habe nach meiner Ankunft nur das Allernotwendigste ausgepackt. So, so, hier hängt eine nackte Frau, zumindest ohne Kopf. Klicken das bin ich. Oh, Max das wollte ist mich immer nackt malen, aber ich schämte mich so sehr, dass ich ihn bat, es ohne Gesicht zu malen. Jetzt bereue ich es. Aber sie hat wohl hier ein klares Rückenproblem, also da ist ja wohl ein Hohlkreuz. Zumindest vielleicht hat sie auch Max schlecht gemalt. Also, wir gucken mal weiter. Oh, da haben wir den Schreibtisch. Da gucken wir erstmal. Das bleibt so, erstmal. Ich mal so drüber. Ich kümmere mich später darum. Was war das eigentlich? Das war Knete. Dann machen wir hier mal das Cuttermesser. Als Kind habe ich meinen Cousin Sergei versehentlich mit so einem Ding in die Hand geschnitten. Er hat stark geblutet. Seitdem habe ich vor solchen Schneidern Respekt. Oh, das hat sie also auf jeden Fall eingesteckt. Das gucken wir uns auch gleich mal an hier. Da steht da was drauf hier hinten. Na gut, ob das jetzt so wichtig ist, weiß ich noch nicht. Die Schneide oh, ist verdammt ja, da scharf. Können wir auch die Klinge rausfahren. Stecken wir es doch mal scharf ein. Nee, es macht sie zu. Okay. Darauf stehen zahlreiche Fakten über Kapstadt. Ich habe jedoch vergessen, die Blätter mitzunehmen. Okay, was haben wir hier? Ich habe keine Lust, Max Sachen sauber zu machen. Ein Taschenrechner? Das hat Max immer benutzt. Ich lasse es lieber liegen. Ja gut, dann lass es liegen. Was ich haben wir hier noch? Ich benutze meist meinen Laptop. Wenn ich Zeit dazu finde, landet dieses alte Ding bald auf dem Müll. Also, ein alter Rechner, dann wären wir schon mal zu zweit, weil meiner ist auch nicht mehr der allerneueste. Oh, was haben wir hier? Stifte. Ich habe keine Lust, Max Sachen sauber zu machen. Stifte? Sauber machen? Das brauche ich jetzt wirklich nicht. Ah ja, gut. So, hier haben wir eine Reisetasche. Da haben wir Zahnbürsten drin, ein Kamm. Ja, Max Kamm. Das wird sie wahrscheinlich wieder nicht anfassen. Das brauche ich jetzt wirklich nicht. Okay. Das hat Max immer benutzt. Ich lasse es lieber liegen. Okay. Das bleibt vorerst hier liegen. Ja, ist ja gut. Also, das ist eine Reisetasche, vermutlich aus Kapstadt, was sie da mitgebracht haben, wieder zurück. Und Lara weigert sich, die Sachen auszuräumen. Hier mal ein bisschen Literatur stehen. Was haben wir da? Buch über Perspektive. Eine DVD mit einem dummen Film. Das bleibt vorerst hier liegen. Ja gut, die Perspektive. Das bleibt erstmal da liegen. Ich kümmere Alter, mich ey, die lässt ja alles liegen. Was soll ich mal denn hier sehen, machen was jetzt? Im Fernsehen läuft. Laut der letzten Informationen forderte das schlimmste Erdbeben, das die Stadt seit dem berüchtigten Loma Prieta 1989 heimgesucht hat, mehr genau. als 30 Menschen leben. Heute aber das haben wir schon im letzten Teil gehört, was der da sagt. Der Text kommt mir bekannt vor, von daher mache ich es jetzt gleich wieder aus. Das brauchen wir uns jetzt nicht mehr anzuhören. Hier vorne war, glaube ich, eine Balkontür.
Genau, da gehen wir mal raus. Und dann gucken wir uns das hier draußen nochmal an, was wir hier draußen alles haben. Was haben wir hier? Da haben wir ein das riesiges Schild. Das in der ganzen Rodin-Café. Zeit, die ich jetzt in Lyon lebe, war ich erst einmal dort Kaffee trinken. Ja, es ist eine Schande, wie wenig ich das Leben in Frankreich genieße. Ich bin immer am Arbeiten. Sie reparieren das Schild jetzt seit etwa 2 Monaten. Und jetzt fehlt nur noch das Gründungsdatum. Das Gründungsdatum. Hier wächst so, Gras. Das Dach. Da sollte sich mal jemand drum kümmern. Ja, da wächst Gras drauf. Gut, es soll vorkommen. Hier haben wir ich Geländer. Habe keine Höhenangst, können Sie da was? Aber ich will auch nicht auf dem Geländer herumlaufen. Naja, es wird mir angezeigt, du sollst ja nicht drauf rumlaufen. Mädchen, jetzt müsstest du doch eine nasse Bluse haben, oder? Zeig dich mal. Nein. Okay, vergessen wir es gleich wieder. Gut. Jetzt sind wir hier hochgegangen. Schlafzimmerbereich. Da haben wir noch Koffer stehen. Gepäck. Das erste farbige Bild, das er nach seiner Genesung gemalt hat. Die Farben waren eine angenehme Abwechslung nach den Schwarz-Weiß-Albträumen. Ja, das ist doch mal ein Ding. Da hat er sogar schon mal was Farbiges gemalt. Weil wir wissen ja im ersten Teil, wie wir angefangen haben mit Memento Mori, hat ja Max irgendwelche depressiven Bilder oder Illusionen, irgendwelche Sachen, die er wahrgenommen hat, in seinem Kopf gezeichnet. Da geht's wieder runter. Und die waren immer eigentlich auch schwarz-weiß, die Bilder. Das wollte ich eigentlich noch sagen. Max, ich habe keine Lust, Max Sachen sauber zu machen. Ja, ich weiß es. Hier liegt noch was. Eine Sonnenbrille. Das bleibt erstmal da liegen. Ich kümmere mich später darum. Gut, was haben wir jetzt noch hier alles? Hier, die Koffer, die können wir anklicken. Was Nein. kommt jetzt? Es mag dumm sein. Aber ich bringe nicht die Kraft auf, seine Sachen auszupacken. Das mache ich später. Okay. Sie will einfach nicht ran. Hier haben wir noch ein Bild. Einer seiner Albträume. Sein Arzt meinte, durch das Malen könne er die Dämonen aus seinem Kopf verbannen. Mir war nur nicht klar, wieso wir sie jeden Morgen sehen mussten. Okay, ihr seht den Vergleich hier. Naja, ihr wisst Bescheid. Max hat für das bestmögliche Licht gesorgt. Ich sollte hier nichts ändern, denn ich lasse es einfach, wie es ist. Wie es ist, genau. Du machst irgendwie hier gerade gar nichts, Mädchen. Was haben wir hier? Da liegt doch was auf dem Bett. Was ist das? Eingewickeltes In meiner Eile Bild. Habe ich das Band so fest verschnürt, dass ich es vermutlich nie wieder aufbekomme. Ja, das ist doch gar kein Problem. Da haben wir doch unser Cuttermesser. Da schneiden wir das auch jetzt mal auf hier. Max, letztes Bild. Ach du Scheiße, ey. Irgendwie war der Typ schon so ein bisschen verwirrt. Ich klicke da mal drauf. Wollen wir da was sehen jetzt? Ja. Hey. Das ist doch die Kirche. Oder die Kirche. Die Kirche. Das ewige Problem bei mir. Kirche und Kirche. Oh mein Gott. Was war das? Verliere ich den Verstand? Wer ist das jetzt? Da haben wir das Telefon. Ach, verdammt. Durand, 2 Stunden Mittagessen, ein Glas Wein, in der Pause eine Runde Pétanque. Da kann man nicht ans Telefon gehen, was? Man lässt es einfach klingeln. Genau. Und den Großteil unserer Zeit verbringen wir damit, uns im Fernsehen anzuschauen, wie ihr in den Staaten alles richtig macht. Schlagfertig wie immer, was, Durand? Ich hatte eine gute Lehrerin. Dein letzter Anruf ist ewig her, Kira. Was treibst du so? Wie geht's dir? Kira. Ich freue mich so, von dir zu hören. Es könnte kaum besser sein. Aber ich habe hier einen interessanten Bericht von deiner Abteilung. Es geht um die Analyse des Zwischenfalls in der Mission Street. Und die ist wirklich sehr interessant. Du rufst mich aus den Staaten an, nur um mir von einem interessanten Bericht zu erzählen? Eigentlich ist er sogar ziemlich gut. Ich würde nicht von großartig sprechen, denn das könnte jemand persönlich nehmen. Das war Teamarbeit. Großer Gott, du bist... Ach, jetzt geht das große Arschgelecke los. Okay. Wir beide haben die südliche Schmugglerroute zerschlagen. Nur dank uns verschönern die Kunstwerke aus Russland und China jetzt nicht irgendein Wohnzimmer. Wer kennt dich wohl besser als ich? Das ist Vergangenheit. Und die hat dich nie interessiert. Du hast, wie die knallharte Irin, die du bist, immer nach vorn gesehen. Was willst du? Ich brauche dich hier. Ich mag deine Denkweise, ebenso wie mein Boss. Daher biete ich dir eine Reise zur Golden Gate Bridge sowie die Chance, 3 Menschenleben zu retten. Doch Golden diese Chance Gate wird Bridge, jede Minute was geringer. Mit Max. Was sagst genau, du? Das hatten wir Normalerweise würde ich ablehnen, aber
Der Fall interessiert mich. Sogar sehr. Und wenn du es so ausdrückst, ich muss mit Renier sprechen. Ja, die lehnst du her. Wir haben ihre Zustimmung bereits und dein Flugticket ist gebucht. Oh, wir sehen uns dann am Tatort. Kira, du... Krass, Leute. So wie sich das anhört, geht's ab nach San Francisco. Seine Bilder, die bei was ihrem aktuellen Fall erwähnt wurden. Ein Anruf von einer fast vergessenen Freundin. Ist es nicht seltsam, wie Dinge aus der Vergangenheit die Zukunft beeinflussen? Wie uns die Vergangenheit auf eine Reise ins Unbekannte schickt? Jetzt fragen Sie sich, ob es ein Fehler war, diesen Weg zu gehen. Und die Antworten, die Sie erwarten, auch die sind, die Sie hören wollen. Aber jetzt ist es zu spät, Lara. Zu spät, um umzukehren. Ja gut, wollen wir ja auch gar nicht. Oh, Akt 3, Versteckspiel. Wir haben Akt 2 anscheinend abgeschlossen, obwohl ich war ja jetzt mit der Wohnung noch gar nicht fertig. Aber das hat uns jetzt hier hingeführt. Wir sind in San Francisco, USA am 5. Oktober um 1.21 Uhr. Unterwegs habe ich viele Stellen gesehen, die beim Erdbeben zerstört wurden. Aber hier sieht es nicht so schlimm aus. Am schlimmsten wurden vermutlich die billigen Häuser in den Vororten beschädigt. Wie immer. Ja, die ärmeren Leute trifft es immer zuerst. So, sie hat sich was aufgeschrieben. Kira hat angerufen, eine arrogante, fresche und unnachgiebige Irin und vermutlich meine beste Freundin. Wir beide haben schon viel durchgestanden. Gemeinsam haben wir die südliche Schmugglerroute zwischen Russland und China auflegen lassen. Meine Fresse. Auf der Kunstwerke verschachert wurden. Danach heuerte sie beim FBI an und ich zog nach Lyon. Und jetzt hat mich ihr Boss für den Fall in San Francisco angefordert. Die Welt ist wirklich ein Dorf. 5.10. Wo waren wir eigentlich hier vorne? Das war, glaube ich, der dritte, oder? Genau, das ist 2 Tage. Also wir waren eigentlich nur 2 Tage jetzt in Lyon. Suche nach Antworten. 5.10. 11 Stunden über den Wolken, in denen ich entweder im Halbschlaf wirre Träume hatte oder darüber nachdachte, ob diese Reise ein Fehler ist. Viel zu viel Zeit zum Nachdenken, für Erinnerung, für Selbstmitleid. Doch der Fall und all diese kleinen Hinweise, alles deutet auf Max hin. Das konnte ich nicht ignorieren. Und dann ist da noch Kira, die gute alte Kira vom FBI, der ich die Bitte um Hilfe nicht abschlagen konnte. Seit die Golden Gate Bridge aus dem Nebel aufgetaucht ist, gibt es kein Zurück mehr. Irgendwo da unten an dem Tatort in einer Kirche in der Mission Street wartet Captain Burke vom San Francisco Police Department vermutlich schon auf mich. Gut, wir haben alles hier zusammen. Haben wir hier noch irgendwas Wichtiges? Informationen über die Gemälde? Das hatten wir ja alles schon in den letzten Teilen durchgenommen. Statistiken, was haben wir hier? Was ist das jetzt? Akt 2 zu 81% abgeschlossen. Was ist das denn? Warum 81, ne? Nachdem ich mit Renier gesprochen hatte, beschloss ich meine Kündigung, einmal etwas zu vertagen. Du ein Kreuz. Ja gut, aber es hängt ja irgendwie alles zusammen. Vielleicht haben wir da dann noch eine Steigerung drin. Keine Ahnung. Wäre ich ein bisschen enttäuscht, weil ich denke, ich mache es eigentlich ganz gut. So, Leute, was haben wir hier alles? Da steht ein Polizist. Obwohl, ich muss ruhig erstmal um. Ach du Scheiße, wo ist die jetzt hin? Zur Baustelle. Da ist auch ein Hund hin. Da gehe ich. Nee, der Hund klopft da an. Nee, ich bleib da mal weg, lieber. Licht durchgedreht? Vielleicht liegt es am Erdbeben. Einige Tiere drehen aufgrund von Geräuschen oder Gerüchen durch, die uns entgehen. Ja, ist gut, ey. Der Köder geht mir auf den Sack. So, ich gehe mal hier rüber. Hinter dem Zaun befindet sich eine Baustelle. Aber da arbeitet niemand. Vermutlich wurden die Bauarbeiten nach dem Erdbeben vorerst eingestellt. Ja, hier mal eine Stange, eine lockere. Die Stange ist locker und könnte noch nützlich werden. Dann können wir doch hier aufbrechen, die Tür. Aber da steht natürlich auch ein Polizist. Das wäre wahrscheinlich nicht so gut. Ach du Scheiße, ich hatte die eingesteckt. Tatsächlich. Na, Leute, da können wir uns natürlich jetzt Gedanken machen, wo hat sie die Stange wohl hingesteckt? Ich will gar nicht drüber weiter nachdenken. Nachrichten an die Gemeindemitglieder. Die letzte besagt, dass die Kirche beim Erdbeben beschädigt wurde und aufgrund der Renovierung geschlossen bleibt.
Was haben wir hier noch? Frischer Asphalt. Was können wir jetzt mit frischem Asphalt anfangen? Das ist ja interessant. Der Asphalt ist noch warm und klebrig. Er kann noch nicht lange hier sein. Jetzt hat die jetzt Asphalt eingesteckt. Na, darauf bin ich ja gespannt, wo wir das jetzt unterbringen. Wir haben wirklich Asphalt eingesteckt. So. Soll ich mal den Donut-Polizisten mal ansprechen hier? Das ist doch bei den Amis alle so, die essen doch alle Donut. Komm her. Ich bin Larissa Durand von der Abteilung für Kunstraubermittlungen. Ihr Boss hat mir erlaubt, mich hier umzusehen. Welche Abteilung? Aber Moment mal. Sie sind die Neue vom Examiner, nicht wahr? Na klar. Ich hätte den Köder fast geschluckt. Ach, komm her, wir sind halt so... Ich bin keine Journalistin. Wie kommen Sie darauf? Ich verstehe Sie ja, Miss. Sie sind neu und wollen sich mit einer Exklusivgeschichte einen Namen machen. Bei einem normalen Raub wäre das kein Problem. Doch das hier ist etwas anderes. Lassen Sie sich's einfach von Burke bestätigen. Dann spielen wir das Spiel also weiter. Oh, ihr Journalisten. 5, 2, 3, 10, 39, Burke. 5, 2, 3, 10, 2, 3. Ja, was ist? Was ist los, Edwards? Hier ist eine junge Dame. Durand. Madame Durand. Durand. Angeblich kommt sie von der Durand. Abteilung für Kunst. Du hast auch Durand woanders sein. Das tut sie auch. Verdammt, können Sie sich denn gar nichts merken? Aber Sie haben... Dass Sie es nicht mehr wissen, heißt nicht, dass ich es Ihnen nicht gesagt habe. Lassen Sie sie endlich rein, Mann. Das ist ja geil. Oh nein, mein Fehler. Tut mir wirklich leid, aber ich wüsste nicht, dass er sie erwähnt hätte. Schon okay. Trotzdem dein Fehler. Geil. So, Typ, jetzt gehe ich da rein. Zum Tatort. Wir können ja das Auto klauen oder so. Patrouille Nummer 523. Die Untersuchung des Tatorts wird fortgesetzt. Daher muss dieser bewacht werden. Ja, gut. Ach so, Nachrichten an die Gemeindemitglieder. Die letzte besagt, dass die Kirche... Ach ja, gut, okay. Jojo, Augenblick. So. Ich weiß jetzt, wer Sie sind, aber ich halte mich an die Vorschriften, um mir keinen weiteren Rüffel von Burke einzufangen. Die Vorschriften, was willst du jetzt von mir, Typ? Soll ich dir die Stange überziehen, oder... Ach, hier... Leute, ganz klar. Komm her, Baby. Die Brieftasche ist aus gutem Leder. Ja, weiß ich ja. Ich habe falsche Taste wieder gedrückt. Wir haben doch unsere Marke. So, jetzt habe ich doch... Warte mal. So. Hier ist meine Marke. Ich hoffe, damit sind endlich alle Formalitäten erledigt. Zack. Wow, ganz locker und cool. Moment, hier ist der Schlüssel. Ich habe lieber abgeschlossen. Sie würden nicht glauben, was die Journalisten für ein paar Fotos riskieren. Außerdem ist das FBI noch nicht fertig und hat noch einige Sachen in der Kirche. Na okay, sie hat sich da wieder was aufgeschrieben. Jetzt haben wir Schlüssel gekriegt. Genau, den haben wir. Wir kommen jetzt da rein. Oh, jetzt ist unser Buch hier weg und es gab noch einen Eintrag. Den lesen wir jetzt noch durch. Kam hier noch was dazu? Nee. Gut, der Schein kein ein, doch immer wieder drüben. Leutnant Edwards, der aussieht, als würde er sich vor allem mit der Vernichtung von Donuts beschäftigen, ich hab's doch gesagt, Donut-Polizei, ist ein gründlicher, gesprächiger und freundlicher Mann. Es ist immer schön, so jemanden kennenzulernen. Ich glaube, die Menschen an der Mission Street respektieren ihn. Mission Street. Ja, das war hier unser Vorfallsort. Den haben wir ja auf den Bildern gesehen in der Konferenz. Die Kirche mit unserem Ritualmord. Also von daher kann ich eigentlich gar nicht glauben, dass diese Statistik jetzt hier schon fertig sein soll. Weil bei Blut und Kreuz, wurde Akt, hatten wir ja darüber gesprochen und uns die Bilder angeschaut. Also ich denke noch nicht, dass das hier der Endstand ist. Würde mich ein bisschen enttäuschen. Also... Jetzt gucke ich hier gerade mal auf meine Uhr und da sage ich einfach mal, die Zeit ist vorbei jetzt für den Teil. Ich bleibe hier davor stehen und mache natürlich direkt an dieser Stelle weiter. Wir können ja hier wunderbar abspeichern alles. Und ich hoffe, es hat euch natürlich wieder gefallen mit mir und
Ja, schaut wieder rein und ich sage natürlich wie immer, bye bye, euer Wolfgang.